Europa ist kein Modell der Rechthaberei, wie es zurzeit leider relativ häufig gelebt wird, sondern ein Modell der Demut. Und wir haben in ganz Europa im Moment die Situation einer wahnsinnigen Renationalisierung der Politik, einer furchtbaren Renationalisierung. Was in Italien passiert, ist schrecklich. Ungarn, Polen, auch die Schwedendemokraten mit fast 20% und wer weiß, wie es bei uns in 14 Tagen ausgeht mit der AfD. Und darum ist diese schlichte Botschaft in ihrer Schlichtheit mir wirklich ganz, ganz wichtig. Die Erzählung von Europa ist eine Erzählung von demütiger Solidarität zwischen Staaten. Und ohne die würde vieles nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Ja, wir hier auf AIG, wir stehen zu Europa und haben uns sehr gefreut, Herr Schnitzer, dass Sie uns diese Arbeit angetragen haben, hier von unserem langen Dahlmann, das verbindende alte Element, das Förderband, was früher die Waschmaschinen aus dem Südareal ins Nordareal gefördert hat. Und wir werden es so lange hängen lassen, bis wir Kulturhauptstadt Europas sind. Vielen Dank. Ja, die Bayerische Architektenkammer ist seit kurzem auch hier auf ALG beheimatet. Wir unterstützen das natürlich nach Kräften und drücken ganz fest die Daumen, dass es gelingt. Also wir als Initiatoren von der Europa-Lichtinstallation, wir freuen uns immer, wenn wir sozusagen einen neuen Standort gefunden haben. Und dieser hier passt tatsächlich sehr, sehr gut zu unserer Installation aus 33 Neonröhren. So simpel ist diese Botschaft, aber so wichtig ist auch der Inhalt von diesem Projekt, das immer weitergetragen wird von unseren Partnern und für Strahlkraft für Europa sorgt. Die Montage war sehr schön, sehr einfach, sehr unterhaltend, wie der Bertram schon erwähnt hat, von Opa über Europa zu Europa. Ja, hat alles prima geklappt. Vielen Dank. Ich finde es ein geiles Signal. Es macht viel mehr Spaß nachts natürlich, weil es alles ganz überstrahlt. Ich bin gestern Abend mal weggefahren, dann siehst du Europa sogar im Rückspiegel, wenn du die Straße runterfährst. Das finde ich ist ziemlich schön, ziemlich sexy. Also freut mich, wenn das lange hängen bleibt. Danke.